extra van die mensen voor mij. Nach einigen Jahren kann ich immer noch nicht fassen, woraus hat sich dieser ganze Kram erschaffen? Hat er sich von 0 auf 100 in den Raum gesetzt, ohne zu fragen, vom Nichts ins Jetzt, einfach so und aus sich selbst heraus? Und gibt den ganzen Tag an sich selbst Applaus, während Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Formen wachsen und sich zu halbbewussten Wesen formen lassen. Es war Gott, aha, wer hat Gott erschaffen? Und ich finde, dabei will doch irgendwas nicht passen. Fassen wir jetzt nochmal zur Übersicht zusammen. Das Nichts, der Urknall, Menschheit, Untergang. Nee, Moment, stopp, das ist zu einfach und zu ausgedacht. Wir werden schon von all den anderen Weltraumklassen ausgelacht, als die nichts checken, denn sich selbst zerstören. Den Verrückten, Deprimierten, die nichts sehen und nichts hören. Um sich schlagenden, Verängstigten, Bekloppten, die vergaßen, was sie waren und sich selber ständig poppen und sich toppen in der Disziplin der Selbstverharschung. Unsere Labyrinthe übersteigen die Erwartung jedes möglichen Meisters, der Labyrinthe dich kommt. Wir folgen dem Kalb, die Zinn und Buch, plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre fallen, Leute, die versuchen, sich mit Gruppen festzuschnallen. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Wind schon überkleidet ist, der Sicht den Spaß gefallen ist, beschallendes Gelächter durch den Wind halt. Denn manche machen plötzlich mitten im Wind halt. Sie stoppen, nein, sie schweben und sie lachen sich halt tot, haben aufgehört zu halten und gestalten ihre Not um zu tun. Sie bemerken, dass das Fallen zum Schweben wird, wenn man aufhört, sich an Dingen festzukrallen. Zurück zum Universum und zum Leben. Genau genommen dürfte es das alles gar nicht geben. Warum? Naja, woher soll es denn kommen? Aus dem Nichts. Hey, wir haben gesagt, genau genommen. Und genau genommen kann aus Nichts nichts entstehen. Vielleicht kannst du es nur aus deiner Sicht nicht sehen. Möglich wäre es, vielleicht ist das mein Problem. Denn Variante 2 ist für mich auch nicht zu verstehen. Sie lautet, irgendwas hat schon immer existiert. Schon immer, ich glaube, ich hab's noch immer nicht kapiert. Es war nie nichts vorhanden und es ist immer was passiert. Seit wann? Mann, bleib mal bitte konzentriert. Worauf? Auf dich und das ewige Verdammt. Warum? Es ist der Ort, aus dem deine Existenz stammt. Ist doch nicht mein Problem. Wer spricht denn vom Problem? Kannst du das Wunder denn nicht sehen, dass sich dreht und entsteht und nicht stoppt, sich zu drehen, um dabei Licht zu imitieren und in sich selbst einzugehen? Licht, welches Licht? Erzähl mir nicht, du siehst das Licht nicht. Nee, alles um dich rum glüht, nur dein Ich nicht. Denn dein Ich ist das Prisma, durch das sich das Licht bricht. Es bündelt, selektiert, stellt sich dar wie deine Ich-Sicht. Doch in Wirklichkeit ist dein Ich viel umfassender. Ein Teil des Teils, der anfangs alles war und wieder sein wird, wenn du dein Ich verschmelzen lässt. Mit allem um dich rum, in dir drin und den ganzen Rest. Licht mit Dunkel, die Null mit der Eins, das Bewusstsein mit dem Körper, das alles mit dem Keins und so vereinst du den Schein mit dem Sein, demontierst dein altes Heim, um dein Wesen zu befreien. Was redest du für Scheiße? Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise. Liefer mir erstmal Beweise, wofür? Für den Scheiß, den du reimst. Du meinst das mit der Quelle und der Null und der Eins? Ja, okay, lass mich grübeln. Ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Doch du musst wissen, dass es hier ums Ganze geht. Nicht um den Namen, der auf deinem Schulranzen steht. Identität ist etwas Überpersönliches. Ja, auf meinen sind nichts Unversöhnliches. Schwarz und Weiß sind beide Licht. Und die Non-Existenz, die gibt es nicht. Das sind keine Beweise. Nein, es ist nur Vorbereitung für das, was ich dir zeige. Du willst erwachen, Enthüllung, Befreiung von allen Schleiern, damit ich um Verzeihung. Mit dem, was ich dir zeige, schock ich deinen Verstand. In Wirklichkeit bist du eine Socke auf einer Hand. Das ist die unglaublichste Frechheit, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Also es ist aus meiner Perspektive relativ offensichtlich, sag ich mal. Das ist die unglaublichste Frechheit, die ich je in meinem Leben gehört habe. Du quatschst mich an. Du quatschst mich an. Erzähl mir was über meine Identität oder was? Naja, ich will ja nichts erzählen, was du nicht eigentlich schon selber weißt. Wie selber weiß? Naja, guck doch mal hier runter, Mann. Du bist auf
aus meiner Hand. Das ist halt ein Textil. Was soll ich denn da jetzt groß erklären? Wie erklären? Na, da gibt's nichts zu erklären, Mann. Du bist einfach eine Socke auf meiner Hand. Also es ist jetzt auch nicht weder die Zeit noch der Ort, um das auszuführen. Naja, ich kann dir helfen, wenn du machst. Guck mal hier. Aua, lass mich nicht an. Das kann mir nicht wehtun. Das ist doch nur. Das ist doch nur ein Textil, Mann. Aber das ist doch total weh. Oh Gott, das ist so unglaublich weh. Guck mal hier, siehst du? Das war's quasi. Zack. Und fühlt es sich jetzt an? Das ist am Anfang unangenehm, weil man da so irgendwie übersensibel wird und so. Und dann ist dann alles zu viel. Und guck mal, Menschen. Ja, guck mal. Wenn du jetzt noch den Schritt machst, meine Hand zu werden, dann haben wir auch gar kein Problem mehr, wir beide. Dann hat sich das nämlich aufgelöst mit dieser komischen Teilung. Guck mal, vielleicht. Zurück an den Ursprung des Ursprungs, des Ursprungs, des Ursprungs, zurück an den sogenannten Eisprung des Ursprungs. Und das davor ist quasi meine Quelle, an die ich jetzt war, jene kühle Frage stelle. Warum? Sie antworten nicht. Ich gerade eine Quelle, die nur Service bespricht. Vielleicht ist sie auch gar nicht da oder wollte nicht gestört werden. Oder hat mich kommen sehen und wollte nicht genervt werden. Oh Mann, schon wieder diese Abhängige kommt hier immer an und sieht alles so eng. Und fragt alle Fragen, die den hochgestellten Fragen fragen. Verpackt alle Fragen mit die Donner seine Fragen fragt. Und fragt dann nur das Fragen so. Will auch noch die Fragen stellt halt alle Fragen fatale, die ihm aus dem Ohren sind, versucht mich zu entstellen. Alte Fragen der Wellen, alte Fragen der Wellen, die sogar selber Fragen stellen. Warte dich verarscht, ich könnte mal meine Stimme verstellen und ihm sagen, antworten soll aber Quelle bestellen. Ja, okay. Stell doch all die komplizierten Antworten auf all die komplizierten Fragen, die du hast bei Quelle. Und nicht bei mir, der Quelle allen Seins, oder? Pass mal auf! Also wenn du schon von Schrocken redest, du bist hier der Typ, der gerade mit einer Socke redet, die auf deiner Hand sitzt und mit deiner Stimme spricht. Und du behauptest, die Behauptung dieser Socke stimmt nicht? Falsch! Ich bin die Quelle selbst! Es ist der grüne Rand, mit der du dich unterhältst und glaubst wirklich. Du bist ein abgetrenntes Wesen vom Kosmos, vom Urgrund, von mir, vom Leben. Eigenständig, unabhängig, mit eigenen Gedanken. Du spinnst, wenn ich willst, du bist Teil eines Ganzen von mir. Der Sorg deines Lebens, ich bin Ursache all deines Lebens. Manifestation eines höheren Wesens, erkenne Widerstand des Vergebens. Du bist die Sorge auf meiner Hand. Bisher bist du voller Wahrheit, lecker Land. Aber Sorge, schweig, aber Sorge, Hals, Maul. Du bist dumm, falsch, frech und faul. Konvertiere, schon Sorge und so viel. Am meinem Fenster fliegen Socken vorbei.